Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17, nein, LS19 Ravenport. Ich weiß nicht, was ich habe mit meinem LS17 gerade. Aber ja. So, wir bringen mal wieder unsere Fahrzeuge weg. Ich will mal eben hier das Curseplay-Dingensbums noch ausmachen. So, damit die Pfeile auch verschwinden. Der hat seinen Job auf jeden Fall erstmal gut gemacht. Waren nicht so viele Reste, es war hier und da so ein paar Büschelchen. Hätte man auch stehen lassen können jetzt zur aller Not, aber da wir gerade das Geld so dringend brauchen, habe ich jetzt eben noch schnell alles abgeerntet und abgeladen. So, dann stellen wir den mal hier ab. So, da ist senken. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Dann können wir mit dem Kollegen 18.000 Liter. Die bringen wir jetzt erstmal in das Lager. Beim Verkauf würde ich jetzt tatsächlich so lange warten, bis die anderen beiden Felder auch durch sind, damit sich das halt auch rentiert, das Losfahren. Gut, so einmal hier hin. Wir haben ja, glaube ich, immer noch ein paar Reste im Lager drin. So. Warten wir noch kurz ab hier. Können wir ein Stückchen vorziehen, dass beide draufstehen. So. Handbremse anziehen. Und dann kalken wir mal unser Feld. Wahrscheinlich hätte ich auch schon vorher wegfahren können. Ich dachte mir aber, ich lasse es. Ich sag mal, runterklappen kann er auf jeden Fall alleine. Das müsste eigentlich funktionieren. Da muss kein Traktor für vorstehen. So, wir schnappen uns unseren Kalkstreuer. Und kalken mal eben Feld 3 durch. So. Und da müssen. Ich muss auch nochmal gucken. Wahrscheinlich müsste das jetzt auch mal irgendwann wieder gegruppt werden. Ach nee, Quatsch. Wir gruppen ja automatisch immer mit unserem. Mit unserer Seemaschine. Möchte ich jetzt trotzdem gerne eben einmal überprüfen. So. Unkraut ist weg. Kalk. Ja, alles. Alles gut, alles gut. Wenn hier gegruppt werden muss, es ja so oder so. Ich habe das gerade irgendwie verwechselt mit dreimal, aber nach dreimal muss das Feld gekalkt werden. So war's. Okay, kein Unkraut, das ist schön. Dann gibt es jetzt eine Runde Kalk. Einmal Kalk für alle. Gucken wir mal, was wir danach gleich machen. Die nächsten beiden Felder sind noch nicht so weit. Vielleicht sind sie. Ne, wobei fällt zweimal zwei verschiedene Wachstumsstufen drauf. Was ja ungünstig war. Wird also sowieso einen Moment dauern, bevor wir da loslegen können. Weil wir dann noch einmal eine Wachstumsstufe abwarten müssten. Ja, heißt also, Feldarbeit ist gerade erstmal, ja, Feld 3 wieder fertig machen. Wobei ja die Überlegung war, eventuell alle wieder aus dem Rhythmus rauszunehmen. Jetzt, da wir aber Curseplay haben, können wir es auch ruhig dabei belassen. Dann ist das ganz okay so. Ja, ich hab auch nochmal kurz ein bisschen drüber nachgedacht, was natürlich wirklich noch eine Überlegung wäre, um jetzt relativ zügig an Geld zu kommen. Was wir auch gleich machen können, während Curseplay für uns mal ansieht, wir gucken mal, wie gut das klappen wird, werden wir mal einen sehr großen Teil von unserem Gras in unserem Bunker kippen und das zur Silage silieren lassen und die einfach verticken. Ich bin da sehr guter Dinge, dass das doch einiges an Geld bringt. Dann müssen wir zwar halt, also wir lassen auf jeden Fall noch was über, ne, dass wir noch ein bisschen Reste haben. Für unsere Schäfchen und halt auch, ja gut, bevor wir Kühe oder sonstiges uns anlachen, müssen wir eh eine feste Wiese haben. Die wir dann aber hätten, wenn wir das Geld haben für Feld 4, haben wir erstmal ein monströses Feld, wo wir auch richtig Soja drauf anbauen können. Und wir hätten Feld
Nummer 1 als feste Wiese zur Verfügung. Hey. Das ist er nicht angegangen. So. Was ist denn los? Das ist der Kalk auch noch leer. Na, herzlichen Glückwunsch. Habe ich eben überhaupt nicht dran gedacht, da mal nachzuschauen. Müssen wir nochmal eben zurückfahren. Kalk sollten wir, glaube ich, erstmal noch ausreichend haben. Wir werden es jetzt gleich sehen im Lager. Da haben wir ein paar Anhänger geholt. Ich denke mal, 50.000 Liter müssten wir eigentlich haben. So, Kalk. 51.000 Liter haben wir noch. Gleich nicht mehr. Geht ja schon ein bisschen was rein in den Anhänger. Und vor allem auch wieder raus. Also vermute ich mal, wenn wir alle drei Felder jetzt gleich einmal durchgekalkt haben, dann ist unser Vorrat wahrscheinlich auch gut geschrumpft. So, irgendwo hier waren wir. Jetzt würde ich gerne einen Screenshot davon machen wollen. Mal bitte gerade fahren. So. Wunderbärchen. Da haben wir auch schon ein Thumbnail. Schon rüber. Da haben wir hier wieder eine Lücke drin, die ich gleich schließen möchte. Ich wollte ja mal zusehen, dass wir nicht mehr diese vielen farbigen Punkte auf den Feldern haben. Dass wir wirklich mal alles sauber abarbeiten. Da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber. Ist auch mega praktisch, dass ich schon direkt wirklich den Streuteller da dran gemacht habe. Weil Kalk fliegt anscheinend nicht so weit. Ist ja auch nur Pulver. Versteht sie also, dass das nicht allzu weit fliegt. Nicht so weit wie Düngekugeln. Sonst würde es wahrscheinlich auch einfach nur mega stauben und gar nicht da landen, wo es landen soll. So, guck mal, hier schon 4000 Liter raus für die paar Bahnen. Also das geht richtig weg, das Zeug. Wahnsinn. Und ich weiß halt auch bis heute noch nicht so wirklich, wofür das Kalk benötigt wird auf dem Feld. Auch einfach noch keine Zeit und Lust gehabt, mich da mal drüber schlau zu lesen. Vielleicht haben wir jemanden hier, der kann es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was genau Kalk macht auf dem Feld. Würde mich ja mal interessieren eigentlich. Ja, und wem es noch nicht aufgefallen ist, ich glaube, Kamera wird immer kleiner im Moment bei mir, liegt aber daran, ich habe jetzt endlich ein halbwegs vernünftiges Greenscreen-Setup. Das mit dem Rollo hat ja so, leider so nicht geklappt. Ich habe mir jetzt einen Stoff bestellt, extra Greenscreen-Stoff. Ist ja unhandlicher als mit dem Rollo, aber was will man machen? Und der funktioniert wenigstens ganz gut. Dadurch kann ich jetzt auch mit der Kamera nochmal ein gutes Stück weiter rauszoomen. Heißt, wir haben hier auf jeden Fall ein bisschen Freiheit hier. Und ich bin nicht mehr so abgeschnitten. Daher ist das Kamerabild auch ein bisschen kleiner geworden. Man sieht etwas mehr von der Karte jetzt. Nicht wirklich viel, aber immerhin ein bisschen. Ich hoffe, dass das so auch okay ist. Also, das ist jetzt so meine Interpretation von dem, wie ich mir es vorgestellt habe. Mit der Kamera. Jetzt wird irgendwann nur mal Zeit, dass ich mir eine neue Kamera besorge.
Da bin ich aber noch am Hadern, weil ich sag mal, erstmal so macht sie ja ein relativ gutes Bild und reicht eigentlich erstmal für meine Zwecke. Denn alles andere, was ich mir wenn kaufen wollen würde, wäre auch nur eine Webcam und zwar aber eine, halt eine bessere. Ich würde mit der Logitech C920 oder C922 liebäugeln. Da müsste ich halt jetzt mal gucken, welche hat die wirklich bessere Bildqualität. Ich hatte eine Zeit lang die C129 im Auge, weil sie ja in der Lage ist, diese ganze Greenscreen-Geschichte ohne ein Greenscreen zu machen. Also sie kann das Bild von sich aus rausschneiden. Was ich jetzt nicht mehr brauche, da ich mir das ja hier zusammengebastelt habe. Und da müsste ich mal gucken, eventuell macht nämlich die C920 ein schöneres Bild. So. Jetzt überlege ich nochmal Sojabohnen. Ja, nochmal Sojabohnen. Wir brauchen einfach das Geld im Moment und ja. So, jetzt machen wir hier wieder Feldarbeit. Düngen und Säen war es. So, Feld 3. Passt. Startposition hier. Vorgewende zweimal scharf. Das, ich habe halt wirklich bislang nur das Dreschen ausprobiert. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich weiß nicht, warum man sich nicht den ganzen Dingens hier anzeigen lassen kann, wie er fährt. Finde ich eigentlich schade. Ersatz haben wir nicht. Bla bla bla. Kann alles so bleiben, wie es ist erstmal. Und lassen wir uns mal überraschen, wie er arbeitet. Ach so, ja. Wir hätten jetzt eigentlich vorweg düngen können, nochmal wieder. Das sollte ich mir sowieso vielleicht mal ange. Obwohl, nee, nee, alles gut. Funktioniert ja eh nicht. Doch, das funktioniert. Düngen, ansehen und dann düngen müsste gehen. Nur wenn man beim Ansehen düngt, kann man anschließend nicht mehr düngen. Und auch das vorweg düngen würde nichts bringen in dem Fall. Ich glaube, so war das. Okay, wir möchten jetzt Gras in unseren Bunker schmeißen. Dazu brauchen wir die Anhänger. Wir bräuchten auch irgendwie. Ja, wir haben eine Schaufel. Ist zwar kein Schiebeschild, aber damit können wir arbeiten. Jetzt will ich, lassen wir. Ne, wir nehmen die Gabel mit. Wir nehmen die Gabel mit nach Hause. Wir werden sie da zwar nicht so wirklich brauchen, aber ich nehme sie damit hin. Erstmal noch. Wird sich wahrscheinlich bald ergeben, dass wir sie. Dann können wir sie auch bei den Tieren lassen, die Gabel. So wie wir eigentlich auch die Schaufel eigentlich überwiegend nur da brauchen, aber im Moment nehme ich sie nochmal mit. Apropos Tiere. Einmal an Straßenrand fahren. Ich will doch mal eben. Wie geht's unseren Tieren eigentlich? Die sollten sie sauber machen bei Gelegenheit. Große Nachfrage bei Spinnerei. Ist das jetzt denen ihr Ernst? Ich habe denen gerade was geliefert und jetzt haben sie eine große Nachfrage. Komm, ist aber auch ein Witz. 300 mehr. Das ist ja auch beinahe lächerlich eigentlich. Also preistechnisch ist das ein hartes Pflaster. Wirklich. Wir spielen, glaube ich, noch nicht mal auf schwer. Also wenn wir auf schwer spielen würden, dann würde ich diesen Preis verstehen. Aber ich glaube, wir spielen auf normal. Habe ich, glaube ich, anfangs mal eingestellt gehabt. Nee, doch. Stimmt, wir spielen auf schwer, weil sonst hätten wir ja diesen Hof gehabt. Dann, okay, gut, dann sage ich nichts wegen der Preise. Dann ist das halt relativ normal. Was aber trotz alledem schon ziemlich blöd ist. So. Ja, gucken wir mal. Also, ich denke mal, 100.000 Liter können wir uns mit Sicherheit mal gönnen. Und 100.000 Liter Silage dürften uns schon richtig was in die Kasse spülen. Wir schauen jetzt einfach mal, was wir drin haben. Ich habe schon einen Schluck auf. Ja. Was genau machst du jetzt hier schon wieder? Keine Ahnung, warum das jetzt eben so rumgeschaukelt hat. War bei dem anderen Anhänger nicht so.
einfach so rum hier reinfahren. Dürfte jetzt auch keinen Unterschied machen. Was mich aber mal interessiert, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Kann ich mir eigentlich was in die Schaufel kippen lassen? Tatsache. Ich könnte mir sogar was in die Schaufel füllen lassen. Wie lustig ist das denn? So, Kalk, Weizengerste, bla 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 bla, Gras. Wir haben noch 197.000 Liter, also können wir uns locker 100.000 Liter gönnen. Und die füllen wir jetzt, beziehungsweise jetzt ist die Folge zu Ende, nächste Folge füllen wir das Ganze mal um. Dann verabschiede ich mich hier erstmal an dieser Stelle, hoffe es hat euch gefallen, lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Und wir sehen uns morgen wieder, bis dahin einen schönen Tag und reingehauen.